Herzlich willkommen zum zweiten Kapitel. In dem zweiten Kapitel geht es um die wichtigen makroökonomischen Größen einer geschlossenen Volkswirtschaft. Es geht um die drei Größen Bruttoinlandsprodukt, die Inflationsrate und die Arbeitslosenquote. In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen makroökonomischen Größen definiert. Dabei wird deutlich, dass es zum Beispiel vier Berechnungsmethoden für das Bruttoinlandsprodukt gibt. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die Inflationsrate zu messen, und das Gleiche gilt auch für die Arbeitslosenquote. Deshalb ist es auch wichtig, Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Definitionen zu kennen. Die Lernziele in diesem Kapitel sind wie folgt. Nachdem Sie dieses Kapitel durchgearbeitet haben, sollten Sie wissen, welche alternativen Definitionen des Bruttoinlandsprodukts existieren und diese anwenden können. Sie sollten erklären können, warum das Bruttoinlandsprodukt kein perfektes Maß der volkswirtschaftlichen Aktivität darstellt. Sie sollten Unterschiede zwischen nominalen und realen Größen kennen, sowie Niveau- und Wachstumsgrößen unterscheiden können. Sie sollten ferner wissen, welche Probleme bei der Inflationsmessung auftreten können und welche Probleme bei der Messung der Arbeitslosigkeit entstehen. Fangen wir mit der ersten Größe an, dem Bruttoinlandsprodukt, und versuchen, diesen Abschnitt ein wenig zu motivieren. Ich habe hier eine Tabelle und in dieser Tabelle gibt es eine Kennzahl Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in US-Dollar. Das kann man sich vorstellen als das Durchschnittseinkommen, was einem Deutschen bzw. einem Amerikaner pro Jahr zur Verfügung steht. In Deutschland beträgt diese Größe ca. 30.000 US-Dollar und in den USA beträgt diese Größe ca. 40.000 US-Dollar. Nun die Frage, warum ist das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in den USA größer als in Deutschland? Eine erste Antwort auf diese Frage, die man intuitiv geben würde, ist, dass die Produktivität in den USA größer ist. Wenn man sich dann aber anschaut, wie hoch die Produktivität ist, Produktivität gemessen als Bruttoinlandsprodukt in US-Dollar pro Arbeitsstunde, dann fällt auf, dass in Deutschland und in den USA dieser Unterschied nicht unbedingt sehr groß ausfällt. Die Produktivität ist in Deutschland und in den USA die gleiche. Da muss man sich weitere Kennzahlen anschauen und stößt dann irgendwann auf die Kennzahl Arbeitszeit je Erwerbsperson gemessen in Stunden pro Jahr. Und dort erkennt man, dass die Amerikaner sehr, sehr viel mehr arbeiten als die Deutschen. Während die Deutschen irgendwie 6 Wochen Urlaub haben, haben die Amerikaner nur 2 Wochen Urlaub. Und das wirkt sich dann entsprechend aus auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Deshalb ist es schon eine Frage, geringeres Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, was bedeutet das? Ist es unter Umständen eine freiwillige Entscheidung? Die Deutschen haben möglicherweise eine höhere Präferenz für den Freizeitkonsum und das wird natürlich vom Bruttoinlandsprodukt nicht erfasst. Wo ist jetzt der Wohlstand höher, in Deutschland oder in den USA? Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wird oftmals als Wohlstandsindikator verwendet, aber bereits jetzt wird deutlich, dass dieser Indikator umstritten ist. Bruttoinlandsprodukt pro Kopf kann nur ein unvollkommener Indikator sein. Zum Beispiel gibt es Marktverzerrungen, unfreiwillige Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist relativ höher als in den USA. Und deswegen wird natürlich auch das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland geringer ausfallen als in den USA. Des Weiteren gibt es einige Aktivitäten ohne Marktpreise und die werden im Bruttoinlandsprodukt nicht erfasst. Dazu ein stilisiertes Beispiel. Nehmen wir an, ein Kind geht in den Kindergarten in Deutschland im schönen Schwabenländle und dieses Kind hat Geburtstag. Was wird Mutter oder Vater tun? Einen schönen Geburtstagskuchen backen und damit das Kind beglücken, wenn es am nächsten Tag in den Kindergarten geht.
In Deutschland ist es üblich, dass da ein kleiner Wettbewerb existiert und die Eltern im Kindergarten sich versuchen zu übertrumpfen und den besten Kuchen zu backen, den der Kindergarten je gesehen hat. Aufgrund der Tatsache, dass Mutter und Vater nur die Zutaten kaufen, aber der eigentliche Backvorgang in der heimischen Küche stattfindet, werden natürlich diese Aktivitäten, Erstellung eines Kuchens, nicht über Markttransaktionen erfasst. Das geht nicht in das Bruttoinlandsprodukt ein, obwohl am nächsten Morgen das Kind einen Kuchen stehen hat und damit in den Kindergarten gehen kann. Wie sieht das Ganze in den USA aus? In den USA würden sich die Eltern nicht selber hinstellen und diesen Kuchen selber backen. Sie würden zum nächsten Supermarkt fahren, diesen Kuchen kaufen, einen sehr, sehr schönen Schokoladenkuchen, das dem Kind am nächsten Morgen mitgeben und das Kind hätte im Kindergarten die Möglichkeit, seinen Freunden und Freundinnen ein Stück Kuchen entsprechend zu präsentieren. Diese Transaktion in den USA wird aber über den Markt abgewickelt, weil der Kuchen im Supermarkt gekauft wird und deswegen ist das Bruttoinlandsprodukt in den USA höher. Das bedeutet aber nicht, dass der Wohlstand in den USA höher ist, denn bei dieser Transaktion ist es so, dass in Deutschland das Kind einen Kuchen hat und es mitnehmen kann in den Kindergarten und in den USA das Gleiche. Das heißt, der Wohlstand ist der gleiche, obwohl das Bruttoinlandsprodukt durch diese Transaktion in den USA höher ausfällt. Ein weiteres Beispiel, warum das Bruttoinlandsprodukt nur ein unvollkommener Indikator ist, stellen Sie sich vor, Sie haben ein schönes Auto und sind mit diesem Auto glücklich. Dann passiert aber, was passieren muss, ein Unfall und Sie müssen in die Werkstatt, das Auto muss repariert werden. Die Rechnung für die Reparatur des Autos geht natürlich wieder in das Bruttoinlandsprodukt ein. Am Ende des Tages haben Sie wieder ein Auto, was entsprechend repariert wurde und fährt. Und die Situation vor dem Unfall und nach der Reparatur, die sind natürlich gleich. Sie haben ein Auto, was entsprechend fährt. Nichtsdestoweniger ist durch diesen Unfall eine Reparatur ausgelöst worden, eine Rechnung erstellt worden und damit ist das Bruttoinlandsprodukt höher. Obwohl der Wohlstand vor und dem Unfall und nach der Reparatur der gleiche ist. Bruttoinlandsprodukt ist nur ein unvollkommener Indikator. Dies wird auch deutlich, wenn wir uns das folgende Video anschauen, eine Rede von Kennedy. Diese Rede ist in englischer Sprache gehalten und auf dem Slide Nummer 7 finden Sie das Transkript dieses Videos. Lassen Sie uns einfach mal reinschauen. Too much and for too long, we seem to have surrendered personal excellence and community value in the mere accumulation of material things. Our gross national product now is over $800 billion a year. But that gross national product, if we judge the United States of America by that gross national product counts air pollution and cigarette advertising and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwoods and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl. It counts napalm and it counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts Whitman's rifles and Specht's knives and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education, or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry, or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate, or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country. It measures everything in short,
except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America, except why we are proud that we are American. In dieser Rede von Kennedy wird mehr als deutlich, warum das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nur ein unvollkommener Indikator für den Wohlstand ist. Er gibt dort zahlreiche Beispiele, warum diese Markttransaktionen, die zum Beispiel notwendig sind, um sich gegen Einbrecher zu sichern, warum das nicht unbedingt den Wohlstand einer Nation erhöht und diesen widerspiegelt. Er gibt zahlreiche Beispiele, wie zum Beispiel die Ausgaben für Waffen, die Ausgaben für die Werbung von Tabakprodukten, Zigaretten. All diese Transaktionen, die gehen ein in das Bruttoinlandsprodukt, erhöhen aber nicht unbedingt den Wohlstand einer Bevölkerung. Warum halten wir jedoch an dem Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator fest? Lassen Sie uns ein zweites Video anschauen, und zwar von Hans Rosling, der sehr eindrucksvoll schildert, warum das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf dennoch ein guter Wohlstandsindikator ist. Das liegt daran, dass eben das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf mit zahlreichen anderen Variablen positiv korreliert, zum Beispiel der Lebenserwartung. Ich möchte nicht zu viel verraten. Bitte schauen Sie kurz in dieses Video rein. Visualization is right at the heart of my own work too. I teach global health. And I know, having the data is not enough. I have to show it in ways people both enjoy and understand. Now, I'm going to try something I've never done before, animating the data in real space, with a bit of technical assistance from the crew. So, here we go. First, an axis for health, life expectancy, from 25 years to 75 years. And down here, an axis for wealth, income per person, $400, $4,000 and $40,000. So, down here is poor and sick, and up here is rich and healthy. Now, I'm going to show you the world 200 years ago, in 1810. Here come all the countries. Europe brown, Asia red, Middle East green, Africa south of Sahara blue, and the Americas yellow. And the size of the country bubble show the size of the population. And in 1810, it was pretty crowded down there, wasn't it? All countries were sick and poor. Life expectancy were below 40 in all countries. And only UK and the Netherlands were slightly better off, but not much. And now, why start the world? The Industrial Revolution makes countries in Europe and elsewhere move away from the rest. But the colonized countries in Asia and Africa, they are stuck down there. And eventually, the Western countries get healthier and healthier. And now, we slow down to show the impact of the First World War and the Spanish flu epidemic. What a catastrophe! And now I speed up through the 1920s and the 1930s. And in spite of the Great Depression, Western countries forge on towards greater wealth and health. Japan and some others try to follow, but most countries stay down here. Now, after the tragedies of the Second World War, we stop a bit to look at the world in 1948. 1948 was a great year. The war was over, Sweden topped the medal table at the Winter Olympics, and I was born. But the differences between the countries of the world was wider than ever. United States was in the front, Japan was catching up, Brazil was way behind, Iran was getting a little richer from oil, but still had short lives. And the Asian giants, China, India, Pakistan, Bangladesh and Indonesia, they were still poor and sick down here. But look what is about to happen. Here we go again.
in my lifetime, former colonies gained independence, and then finally they started to get healthier and healthier and healthier. And in the 1970s, then countries in Asia and Latin America started to catch up with the Western countries. They became the emerging economies. Some in Africa follows. Some Africans were stuck in civil war and others hit by HIV. And now we can see the world today in the most up-to-date statistics. Most people today live in the middle, but there are huge differences at the same time between the best of countries and the worst of countries. And there are also huge inequalities within countries. These bubbles show country averages, but I can split them. Take China, I can split it into provinces. There goes Shanghai. It has the same wealth and health as Italy today. And there is the poor inland province Guizhou. It is like Pakistan. And if I split it further, the rural parts are like Ghana in Africa. And yet, despite the enormous disparities today, we have seen 200 years of remarkable progress. That huge historical gap between the West and the rest is now closing. We have become an entirely new converging world. And I see a clear trend into the future. With aid, trade, green technology and peace, it's fully possible that everyone can make it to the healthy, wealthy corner. Well, what you have seen in the last few minutes is a story of 200 countries shown over 200 years and beyond. It involved plotting of 120,000 numbers. Pretty neat, eh? Dieses Video hat sehr anschaulich verdeutlicht, warum das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ein guter Wohlstandsindikator ist. Nichtsdestoweniger sollten wir uns über die Schwächen dieses Wohlstandsindikators durchaus bewusst sein. In dieser Vorlesung werden wir an diesem Konzept festhalten. Deshalb ist es wichtig, zunächst einmal das Bruttoinlandsprodukt zu definieren. Das Bruttoinlandsprodukt ist ein Maß für die gesamtwirtschaftliche Produktion. Wenn Sie so wollen, ist das Bruttoinlandsprodukt der Güterberg, der Berg an Gütern und Dienstleistungen, der in einer Periode in einem Jahr hergestellt wurde. Genauer kann man das Bruttoinlandsprodukt wie folgt definieren, über die Entstehungsseite. Dort gibt es zwei verschiedene Definitionen. Nämlich zum einen, das Bruttoinlandsprodukt erfasst die gesamte Wertschöpfung aller Waren und Dienstleistungen für den Endverbrauch, die in einem bestimmten Zeitraum hergestellt wurden. Zweite Definition der Entstehungsseite, das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller Mehrwerte. Die dritte Definition, das ist das Bruttoinlandsprodukt über die Verteilungsseite. Dort lautet die Definition wie folgt. Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller Einkommen in einem bestimmten Zeitraum. Wenn man das Bruttoinlandsprodukt über die Verwendungsseite definiert, dann lautet die Definition wie folgt. Das Bruttoinlandsprodukt entspricht dem Wert aller Ausgaben, also der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Wenn man diese formalen Definitionen einfach auf einem Slide aufführt, es ist sehr schwierig, diese Definition zu verstehen und insbesondere auch die Unterschiede herauszuarbeiten. Deshalb möchte ich im Folgenden ein Zahlenbeispiel einführen und anhand dieses Zahlenbeispiels dann die verschiedenen Definitionen mit Leben füllen. Wir schauen uns im Folgenden eine Volkswirtschaft an, in der es nur zwei Unternehmen gibt. Die Firma 1 ist ein Stahlunternehmen. Stellt Stahl her. Dieser Stahl ist ein Vorprodukt und es wird eingesetzt in der Automobilproduktion zur Herstellung von Autos. Das ist die Firma 2. Wie sehen nun die Zahlen aus? Das Stahlunternehmen stellt Stahl her und verkauft diesen Stahl für 100 Einheiten. Das Unternehmen 1 zahlt Löhne in Höhe von 80 Einheiten und die Gewinne in der Firma 1 betragen 20. Der Stahl wird verkauft an das Automobilunternehmen, sodass hier Vorleistungen existieren in Höhe von 100.
Das sind die Stahlkäufer aus dem Stahlunternehmen. Des Weiteren hat das Automobilunternehmen auch Ausgaben für Löhne in Höhe von 70 Einheiten. Und die Autos werden letztendlich verkauft für 210 Einheiten. Das bedeutet, dass in dem Unternehmen 2 auch Gewinne entstehen in Höhe von 40. Die Autos werden ferner gekauft von privaten Konsumenten in Höhe von 150, von Unternehmen als Investitionsgut in Höhe von 20. Der Staat braucht Autos für die Polizei in Höhe von 30. Und das Ausland kauft ebenfalls diese Autos in Höhe von 10. Wir haben ja jetzt diese verschiedenen Definitionen kennengelernt. Definition Nummer 1 war, das Bruttoinlandsprodukt erfasst die gesamte Wertschöpfung aller Waren und Dienstleistungen für den Endverbrauch, die in einem bestimmten Zeitraum hergestellt wurden. In unserer Volkswirtschaft, da dienen nur die Autos dem Endverbrauch. Das Stahlunternehmen produziert zwar Stahl, aber dieser Stahl wird ja komplett in der Automobilindustrie als Vorleistung eingesetzt. Somit produziert das Stahlunternehmen nicht für den Endverbrauch. Wir müssen uns jetzt anschauen, wie hoch sind die Verkaufserlöse in der Automobilindustrie. Die betragen 210. Somit ist das Bruttoinlandsprodukt nach der Entstehungsseite beträgt dieses Bruttoinlandsprodukt 210 Einheiten. Die zweite Definition der Entstehungsseite lautet wie folgt: Das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller Mehrwerte. Summe aller Mehrwerte bedeutet, dass wir den Produktionswert auf jeder Wertschöpfungsstufe bestimmen müssen. Produktionswert wird wie folgt bestimmt: Verkaufswert minus Vorleistung. In der Stahlindustrie sieht es wie folgt aus: Der Verkaufswert beträgt 100, die Vorleistung 0, somit ist der Produktionswert gleich 100. In der Automobilindustrie beträgt der Verkaufswert 210, die Vorleistungen Stahl haben einen Wert von 100, sodass der Produktionswert die Differenz zwischen Verkaufswert und Vorleistungen ist, also gleich 110. Wenn wir jetzt aufsummieren, die Summe berechnen, den Produktionswert über alle Wertschöpfungsstufen, dann erhalten wir wieder die Information, dass das Bruttoinlandsprodukt 210 Einheiten beträgt. Gemäß der dritten Definition von der Verteilungsseite ist das Bruttoinlandsprodukt die Summe aller Einkommen in einem bestimmten Zeitraum. Wir müssen also jetzt hier aufsummieren: Das Einkommen in der Stahlindustrie, Einkommen in der Automobilindustrie getrennt nach Löhnen und Gewinnen. Die Löhne in der Stahlindustrie betragen 80, in der Automobilindustrie 70. Das heißt, die Löhne betragen 150. Die Gewinne betragen 20 und 40, in der Summe 60. Wenn man jetzt wieder aufsummiert, ist es so, dass die gesamten Einkommen 210 Einheiten betragen. Das Bruttoinlandsprodukt beträgt 210 Einheiten. Was wichtig ist, ist, wenn wir von Einkommen sprechen, dann meinen wir nicht nur die Löhne und Gehälter. Löhne und Gehälter, das sind nur die Entlohnung für den Produktionsfaktor Arbeit. Das ist nicht die Entlohnung für den Produktionsfaktor Kapital. Der Faktor Kapital wird in Form von Zinsen und Dividenden entlohnt. Das sind hier in unserem Beispiel die Gewinne, die entstehen im Stahlunternehmen und Automobilunternehmen, die dann letztendlich in Form von Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Für die Aktionäre ist das auch ein Einkommen. Wenn wir also von Einkommen reden, meinen wir nicht nur Löhne und Gehälter. Das ist sehr wichtig, sondern Einkommen beinhaltet auch die Faktoreinkommen für den Faktor Kapital.
Die vierte Definition, Bruttoinlandsprodukt entspricht dem Wert aller Ausgaben, also der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Hier stellen wir die Frage, wie wird das Bruttoinlandsprodukt verwendet? Deshalb sprechen wir über die Verwendungsseite des Bruttoinlandsprodukts. Und hier ist es so, dass das Bruttoinlandsprodukt gekauft wird von den heimischen Konsumenten, von den Unternehmen für die Investitionstätigkeit, von dem Staat in Form von Staatsausgaben und NX, Net Exports. Das beinhaltet die Nachfrage aus dem Ausland. Wenn wir jetzt hier wieder aufsummieren, 150 plus 20 plus 30 plus 10, so erhalten wir wieder den Wert von 210. Auch von der Verwendungsseite beträgt das Bruttoinlandsprodukt 210 Einheiten. Ich denke, wenn man sich mit diesem Zahlenbeispiel beschäftigt, ist man in der Lage, die Unterschiede zwischen diesen verschiedenen Definitionen des Bruttoinlandsprodukts besser zu verstehen. In einem letzten Schritt würde ich ganz gerne auf die Konzepte reales versus nominales Bruttoinlandsprodukt eingehen und herausarbeiten, wie diese beiden Größen berechnet werden. Das nominale Bruttoinlandsprodukt wird wie folgt berechnet, dass man multipliziert die Anzahl der hergestellten Produkte, multipliziert mit dem jeweiligen Preis in der jeweiligen Periode. Im Jahr 2000 wurden 10 Autos hergestellt, der Autopreis betrug 20.000, sodass das nominale Bruttoinlandsprodukt 200.000 Euro beträgt. Im Jahr 2001 ist die Anzahl der Autos um 20% gestiegen. Der Autopreis ist ebenfalls um 20% gestiegen. Wenn wir wieder durchmultiplizieren, im Jahr 2001 12 mal 24.000, kommen wir auf einen Wert für das nominale Bruttoinlandsprodukt von 288.000. Das nominale Bruttoinlandsprodukt ist also um 44% gestiegen. 20%, weil die Anzahl der Autos um 20% gestiegen sind. 20% haben einen Preisanstieg und die restlichen 4% ist ein kombinierter Preismengeneffekt. Wie wird nun das reale Bruttoinlandsprodukt berechnet? Zunächst ist ein Basisjahr festzulegen. Wir legen jetzt das Basisjahr auf das Jahr 2000 fest. Und das bedeutet, dass wir den Autopreis konstant halten. Wir nehmen also hier den Preis aus dem Basisjahr, aus dem Jahr 2000 und halten den Autopreis konstant. Dann multiplizieren wir wieder durch Anzahl der Autos mal Autopreis und erhalten dann hier in der letzten Spalte das reale Bruttoinlandsprodukt, was dann entsprechend ausweist, wie stark wirklich der Berg an Gütern und Dienstleistungen gestiegen ist. Wenn Sie in der Wirtschaftspresse über die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts lesen, macht es Sinn, immer genau zu lesen und genau zu hinterfragen. Spricht der jeweilige Autor in dem Artikel über das nominale Bruttoinlandsprodukt oder über das reale Bruttoinlandsprodukt? Wenn der Autor über das nominale Bruttoinlandsprodukt spricht und schreibt, dann kann es sein, dass ein Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts ausgelöst wurde durch eine positive Inflationsrate oder es könnte sein, dass dieser Güterberg gewachsen ist. Wir wissen dann also nicht genau, liegt es an der Inflation oder an einem realen Wachstum. Wenn der Autor jedoch über das reale Bruttoinlandsprodukt spricht, dann werden Preissteigerungen entsprechend ausgeblendet und man kann dann sicher sein, wie sich der reale Güterberg entsprechend entwickelt hat. Ein Aspekt dieser Definition besteht noch darin, dass das nominale und reale Bruttoinlandsprodukt im Basisjahr übereinstimmen müssen. Sieht man hier im Jahr 2000. Beträgt das reale und das nominale Bruttoinlandsprodukt jeweils 2000 Euro. Wenn man die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts über die Zeit in einem Diagramm
abträgt und da zwei Linien nimmt, um das nominale und das reale Bruttoinlandsprodukt entsprechend zu kennzeichnen, dann werden sich diese beiden Linien im Basisjahr schneiden, weil da eben nominales und reales Bruttoinlandsprodukt übereinstimmen. Dies ist der erste Teil der Vorlesung, in dem wir eine kurze Einführung gesehen haben und die erste makroökonomische Größe, das Bruttoinlandsprodukt, definiert haben. In einem zweiten Teil werden wir dann analog vorgehen und die Inflationsrate genauer betrachten und zum Schluss die Arbeitslosenquote definieren. Vielen Dank, dass Sie diese Vorlesung besucht haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Bis dahin.